Hallo, liebe Community, grüßt euch. Weiter geht es hier in der Serie Investigativ. Und dazu möchte ich nochmal mein Video wiederholen, was ich hochgeladen hatte. Es ging dabei um die mächtigsten Familien. Ich habe gesagt, im nächsten Video wird dann ja über verschiedene Strukturen geredet und wir werden wieder über bestimmte Namen von diesen Familien stolpern. Und dann möchte ich euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Das neue Video nennt sich Der Weg in die NWO-Diktatur. Macher, Hintergründe, Ziele. Und so weiter und so fort. Dieses Video wurde auf YouTube ausgestrahlt am 04.01.2015. Der Kanal nennt sich Wissensmanufaktur. Und den Link des Originalvideos findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und da würde ich euch empfehlen, schaut einfach mal rein, lest einfach die Videobeschreibung durch. Ich habe auch entsprechenden Text hinterlegt und wer sich natürlich dann mehr informieren möchte und genaueres wissen möchte, der sollte sich natürlich dann dieses Originalvideo von Wissensmanufaktur anschauen. Aber fangen wir jetzt endlich einmal an mit diesem Video. Ich bewege mich auf einem schmalen Pfad der Wahrheit und versuche die Dinge so wertneutral als möglich für euch aufzuarbeiten. Das, was ich euch in den Videos bringe, ist nicht meine persönliche Ansicht, sondern es ist die Ansicht der Macher, die dieses Video oder die diese Videos erstellt haben. Natürlich recherchiere ich vorher, bevor ich selber ein Video mache für euch und dann das Originalvideo vorstelle, recherchiere ich selber auch nochmal im Internet nach, ob das, was dort gesprochen, gezeigt wird, ja der Realität entspricht, ob es so ist, ob es nachvollziehbar ist. Und das empfehle ich natürlich auch jedem, der mir hier sein Abo gibt und ja die Investigativ-Videos anschaut, immer zweimal hinschauen und zweimal hinhören und am besten nachforschen, selber recherchieren, sich einen Blick über alles zu verschaffen. Dann kann man auch möglicherweise verstehen, was hier gesagt, gesprochen wird, wie die ganze Sache abläuft, warum sie so abläuft. Und wenn man natürlich ja gut in der Recherche ist, kann man auch Dokumente finden, die das belegen. Dazu bedarf es natürlich Zeit. Ja, wer hat diese Zeit, ne? Und deswegen versuche ich euch hier mal so ein paar kleine Auszüge zu bringen. Und wie gesagt, ich bewege mich da also auf einem schmalen Pfad der Wahrheit, ne? Und ich versuche natürlich, das so wertneutral wie möglich aufzuarbeiten, weil ich muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, denn man ist schnell im Fokus der Zensur. Das muss nicht unbedingt sein. Der Kanal muss nicht geschlossen werden, denke ich mal, ne? Denn ja, es ist hier kein Ding dabei, wo man sagen kann, ich hetze gegen irgendetwas oder ich stachel die Leute auf. Nein, es sind hier Gegebenheiten, die man betrachten kann, betrachten muss, um das weitere Weltbild zu verstehen. Jo, dann fangen wir dann doch endlich einmal an, ne? Ein Zitat von Henry Kissinger: Wenn man die Kontrolle über die Nahrungsmittel hat, hat man die Kontrolle über das Volk. Wenn man die Kontrolle über das Geld hat, kontrolliert man die Welt. Das ist jetzt ein Zitat
Und wer genug recherchiert hat und verschiedene, ja, Bücher gelesen hat darüber, kann es nachvollziehen, dass das stimmt, was er sagt. Und laut Forbes Magazin sind ca. 691 Menschen im Besitz eines sichtbaren Vermögens von 2,2 Billionen Dollar. Das unsichtbare Vermögen, also indirektes, verschachteltes und durch Beteiligung erlangtes Vermögen, liegt noch weitaus höher. Dann kommen wir zu einem Zitat von Meyer Amschel Rothschild gegenüber dem englischen Königshaus. Das sagt eigentlich meines Erachtens alles aus. Ich kümmere mich nicht darum, welche Marionette auf dem Thron Englands gesetzt wird. Der Mann, der die britische Geldmenge kontrolliert, steuert das britische Imperium und ich kontrolliere die britische Geldmenge. Gebt mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer deren Gesetze macht. Also es ist eine klare Ansage oder Aussage, dass Geld regiert die Welt. Und ob das jetzt ein König, Monarch, ein Diktator ist oder sonst irgendetwas, sind zum großen Teil nur Marionetten der Wirtschaft, der sichtbaren Wirtschaft beziehungsweise der verdeckten Wirtschaft oder des tiefen Staates. Aber das gibt wieder ein extra Video. Da lasst euch mal überraschen, was dann wieder Neues von mir kommt. Und dann bringen wir noch ein Zitat von Thomas Jefferson, 1787. Ihr werdet jetzt lachen und sagen, was soll denn der Krampf? 1787, das ist ja schon, ja, das ist ja schon alles verwest, ne? Das ist ja schon alles tot. Leute, die damals das geschaffen haben, sind heute noch in Bünde, sind Familienclans, sind Dynastien. Und je mehr man sich diese Zitate nochmal durchliest, kommt man immer wieder drauf, es geht damals ums Geld und es geht heute ums Geld. Also, das Zitat von Thomas Jefferson. Wenn das amerikanische Volk jemals privaten Banken erlaubt, die Kontrolle über ihre Währung zu übernehmen, dann werden die Banken und Konzerne, die um sie herum aufwachsen, zuerst durch Inflation, dann durch Deflation den Menschen ihr Eigentum nehmen, bis ihre Kinder obdachlos auf dem Kontinent, den ihre Väter eroberten, aufwachen. Ja, jetzt könnte man natürlich hergehen und könnte sagen, hier, ja, schaut doch mal, wie schaut es denn in Amerika aus? Da gibt es entweder nur Arme oder ganz Reiche. Eine Mittelschicht ist so gut wie fast nicht vorhanden. Und die Obdachlosen in den USA nehmen immer mehr zu. Wie war es früher? Früher ist man in die Arbeit gegangen, wurde gerecht entlohnt. Man musste zwar hart arbeiten, teilweise 10, 12, 15 Stunden vielleicht. Ja, ganz früher, ne? Sage ich ganz früher. Es hat sich natürlich dementsprechend alles etwas gewandelt, aber ich sage jetzt einmal so, bis vor knapp 10, 15 Jahren in etwa war es noch relativ, ja, gut, dass man eine Arbeitsstelle hatte und Geld verdient hat. Denn man konnte auch die Familie über die Runden bringen. Aber schaut euch doch an, wie es heutzutage ausschaut. Wir werden immer mehr ausgebeutet. Es kommen immer mehr Steuern für den Staat. Unsinnige Steuern teilweise, die, wenn sie richtig verwendet werden, würden auch noch Sinn ergeben.
aber teilweise ja sinnlos in irgendwelche Projekte gesteckt werden. Und heute ist es ja teilweise so, dass auch selbst schon in Deutschland Leute teilweise zwei Jobs ausüben müssen, um die Familie über Wasser halten zu können. Macht euch eure eigenen Gedanken darüber. Und kommen wir mal zur Entstehung der Fed. Die Zentralbank Amerikas, Federal Reserve Systems. Das hatte ich euch schon angekündigt, dass ich da nochmal drauf zurückkomme in dem Video, wo ich rausgebracht hatte mit den mächtigsten Familien. 1913, zwei Kandidaten, ja, hatten sich aufstellen lassen, um Präsident werden zu wollen. In den USA natürlich, ne? Das amerikanische Großkapital hat einen dritten Mann ins Rennen geschickt, quasi nachgeschoben. Den Herrn Woodrow Wilson, der dann auch Präsident wurde. John P. Morgan, Paul Warburg. Diese Personen sollten euch noch bekannt sein, wer dieses Video Die mächtigsten Familien von mir angeschaut hat. Und ein Dritter haben ihn dann vorgeschlagen, dieses sogenannte Fed-System möglichst schnell umzusetzen. 6 Wochen nach seiner Ernennung zum Präsidenten lag dem Kongress die Vorlage für die Fed vor. Im Dezember wurde sie dann etabliert. Die Fed ist in Privatbesitz mit nur einer einzigen Ausnahme. Am 4. Juni 1963 wurde durch den Präsidenten John F. Kennedy die Fed verstaatlicht, beziehungsweise es wurde eine Order herausgegeben, wo diese Fed nicht mehr privatisiert sein soll, und der Kongress ja volle Kontrolle über die Fed bekommt. Wir wissen alle, was damals in Dallas passiert ist. Ich gehe da aber nicht näher drauf ein. Das könnte wieder ein extra Video werden. Der Nachfolger, der am selben Tag ja noch ernannt wurde zum Präsidenten, an dem Tag, wo John F. Kennedy verstarb, war Lyndon B. Johnson. Und er hat quasi sofort diese bestehende Order bezüglich der Verstaatlichung der Fed wieder aufgehoben. Gibt uns das wohl möglich zu denken? Oder ist es nur Zufall? Spekulieren wir hier zu hoch? Aber es gibt genug Beweise für andere Sachen, wo dieses Geld ja einmal A, der Fed, da es ja in Privathand liegt, für Umstürze etc. verwendet wurde, für Kriege verwendet wurde und so weiter. Man muss sich das alles bloß mal etwas im Internet näher anschauen. Dann kommt man auch drauf und man findet auch entsprechende Beweise. Ja, und dann verweise ich wieder hier auf die mächtigsten Familien-Video von mir. Wir stolpern hier wieder über bestimmte Namen. 8 Firmen, jetzt sind es bloß noch 7, früher waren es 8, gehörte die Fed-Bank, die Staatsbank. Das war Rothschild. Das ist Lazard Brothers. Wobei man muss hier unterscheiden. Es gibt hier die Lazard Brothers mit zweimal Siegfried geschrieben und einmal mit Lazard geschrieben. Da muss man jetzt differenzieren, was ist oder welche Lazard-Brüder sind jetzt hier die richtigen. Genauso bei Israel Moses Seif. Da gibt es auch verschiedene Schreibweisen, möglicherweise von einer Abstammung. Oder es sind zwei verschiedene Personen.
Dann tauchen die Warburgs auf als Mitbesitzer. Die Lehman Brothers, gut, die haben sich mittlerweile ja erledigt. Und dann kommt noch dazu Kuhn und Loeb. Also das sind ja zwei verschiedene Familien, die sich zusammengetan haben. Die Rockefellers und Goldman Sachs. Tja, das sind also die Firmen, die über die Fed bestimmen und mit dem Geld quasi das tun, wo sie glauben, dass es für sie am nutzvollsten angelegt und angebracht ist. Kommen wir zu der Trilateralen Kommission. Die Initiative dazu entstand auf einer Bilderberg-Konferenz. Ist eine im Juli 1973 auf Initiative von David Rockefeller gegründete private politikberatende Denkfabrik. Hatte ich also auch schon mal angesprochen in dem Video Die mächtigsten Familien. Eine Think Tank, ne? Eine Think Tank in den USA. Und da gibt es mehrere dafür. Die Kommission ist eine Gesellschaft mit ca. 400 höchst einflussreichen Mitgliedern aus den drei großen internationalen Wirtschaftsblöcken Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik. Auszug der Gründer und Mitglieder. Der Herr Brzezinski, der 1973 der erste Direktor der Trilateralen Kommission wurde, ne, das war ein Herr Brzezinski. Dann von 1977 bis 1981 war Brzezinski Sicherheitsberater im Kabinett von US-Präsident Jimmy Carter. Es sind immer alles so komische Verknüpfungen und Verquickungen von Leuten, die in irgendwelchen einflussreichen Positionen sitzen und dann irgendwo auf einmal Chef einer Organisation sind oder werden. Auch hier lohnt es sich, die Mitgliederliste sowie die Vernetzungen anzuschauen. Das Ziel dieser Organisation: Schaffung einer weltweiten Wirtschaftsmacht, die stärker ist als die politischen Regierungen der beteiligten Nationen. Lasst euch das einfach noch einmal so richtig auf die Zunge zergehen. Die nächste Organisation, The German Group, gehört mit zur Trilateralen Kommission und ist innerhalb der Europäischen Fraktion. Die mit 22 Mitgliedern die größte Gruppe in der European Group darstellt. Die von Otto Graf Lambsdorff und Otto Wolff von Amerongen gegründet wurde. Hier sollte man mal die Mitgliederliste anschauen. Ich werde sie euch nicht aufzählen, denn ihr sollt für euer Wissen, für eure Meinung auch etwas tun müssen, nämlich Selbstrecherche. Das Council on Foreign Relation oder Relation, CFR einfach kürzer ausgedrückt, zu Deutsch Rat für Auswärtige Beziehungen, ist eine private US-amerikanische Denkfabrik mit Fokus auf außenpolitische Themen mit Sitzen in New York City und Washington. Ja, die CFR hatte ich auch schon mal angesprochen im Bereich der mächtigsten Familien. Die Gesellschaft wurde 1921 in New York von Edward M. House in Zusammenarbeit mit dem deutschstämmigen Bankier Paul M. Warburg und Otto Hermann Kahn, dem amerikanischen und einflussreichsten Journalisten Walter Lippmann sowie New Yorker Unternehmen, Bankiers und hochrangigen Politikern gegründet. Auch hier lohnt es sich, den entsprechenden Abschnitt im Video zu hören und im Internet etwas zu recherchieren. Augenmerk sollte man auf die Mitgliederliste legen. Zitat aus der Biografie von John D. Rockefeller, also aus seiner Biografie, die er selber verfasst und geschrieben hat.
Manche glauben gar, wir seien ein Teil einer geheimen Kabale, die entgegen den besten Interessen der USA arbeitet. Charakterisieren mich und meine Familie als Internationalisten und Verschwörer, die gemeinsam mit anderen eine integrierte globale politische und wirtschaftliche Struktur schaffen. One World, wenn Sie es so wollen. Wenn das die Anklage ist, dann bin ich schuldig und ich bin stolz drauf. Was sagt uns das? Leute, das sind klipp und klare Aussagesätze, die nur eins eigentlich als Rückschluss zulassen. Einige dieser Großfamilien, dieser Dynastien haben den Wunsch, eine globale Welt zu schaffen und eine allumfassende wirtschaftliche Struktur zu erschaffen, damit diese Geldmengen nämlich alle in einer Hand bleiben und wer das Geld hat, regiert die Welt. Das haben wir vorhin schon mal ein paar Mal gehört. Und er ist auch noch stolz drauf und bekennt sich auch schuldig, dass er das unternehmen möchte, dass er dieses Ziel erreichen möchte. Zitat von James Warburg, ein Mitglied im CFR. Wir werden zu einer Weltregierung kommen, ob sie es wollen oder nicht, durch Unterwerfung oder Übereinkunft. Das war eine Äußerung gegenüber dem Senatsausschuss. Also hier geht auch wieder klar daraus hervor, diese neue Weltordnung, die geschaffen werden soll, passiert entweder durch einen Krieg, durch Kriege, wo entweder die anderen Nationen unterjocht werden, besetzt werden, oder über eine Übereinkunft. Das heißt, wenn ich aber davon ausgehe, dass Nationen, selbstständige Nationen, also in Anführungszeichen selbstständige Nationen, dieser Übereinkunft zustimmen, dann muss vorher irgendetwas passieren. Dann, es gibt da nämlich nur zwei Möglichkeiten, ne? Die Pest oder den Tod wählen. Und da kann sich jeder vorstellen, und auch nachvollziehen, warum wir momentan auch so viele kleine Kriegsschauplätze initiiert von den USA hier auf unserem Globus haben. Erstens einmal bereichert es wahnsinnig die Wirtschaft, die Kriegswirtschaft. Geld fließt, Darlehen müssen gewährt werden oder werden gewährt. Und zum anderen, man hat immer die Spaltung vor Augen. Das heißt, je mehr eine Gruppe zusammensteht, umso stärker ist sie gegen, ja, Personen, die versuchen, sie kalt zu machen. So mal global ausgedrückt. Wenn ich aber es immer wieder schaffe, große Gruppen so zu deformieren in der Form, dass ich Keile zwischen ihnen lege, dass ich sie diskriminiere, dass ich Teile davon ja, verfolge, so aufhetzt gegeneinander, ne, dass sie sich A, gegenseitig bekämpfen und B, natürlich dementsprechend alle miteinander uneinig sind. Also habe ich dann als darüberstehender leicht die Kontrolle über dieses Volk oder über diese Nation. Aber das sind wieder extra Themen, die vielleicht durch mich noch aufgearbeitet werden und in separaten Videos euch zur Verfügung gestellt werden. Ich möchte hier noch ansprechen, dass in dem Originalvideo, was ich euch verlinkt habe, wo ihr auch, wenn es geht, reinschauen solltet,
Ab der 34,30 Minute von der Timeline vom Originalvideo wird es auch noch einmal wieder sehr interessant, denn es geht hier um die Masse der Menschheit, was hier schon wieder dunkle Gedanken sich aushecken oder ausgeheckt haben. Und es geht dann weiter, wird Migrationszuwachs angesprochen. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Video, würde ich euch echt ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Was ihr dann glaubt, nicht glaubt, ob ihr selber recherchiert, zu irgendwelchen Ergebnissen kommt, das bleibt euch ja überlassen. Und wer dann im Internet über die oben genannten Bündnisse recherchiert, sollte insbesondere sich die Mitgliederlisten ansehen. Ebenso ist es interessant, sich über die Bilderberger zu informieren. Und zwar hier insbesondere, wer wurde wann zu einer Konferenz eingeladen und welches Amt hat dann diese Person nach der Konferenz in Deutschland bzw. in Europa inne gehabt. Da kann man sich auch wieder seine eigenen Gedanken über diese Bilderberger machen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ich konnte euch wieder einige interessante Dinge näher bringen, was euch vielleicht zum Denken anregt. Und dann schaut ihr halt, wie gesagt, bitte in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch noch einen Link, der sich mit meinem eigenen Kanal beschäftigt. Und dann ganz zum Schluss, wie angesprochen, ist die Quelle aufgeführt, wo ihr das Originalvideo Der Weg in die NWO, also Neue Weltordnung, Diktatur, Macherhintergründe und Ziele sehen könnt. Kanal Wissenschaftsmanufaktur, hochgeladen am 4.01.2015. Und von mir wurden auch hier einige Auszüge aus Wikipedia verwendet. Ja, dann sage ich recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Interessantes bringen, konnte euch anregen. Und dann sage ich ganz einfach, danke für eure Zeit, die ihr investiert habt, für mich und vielleicht auch für das Originalvideo, wo ihr reinschaut. Und dann sage ich, Holdrio, bis zum nächsten Video. Danke, tschüss, bye bye, arrivederci, euer PVB, okay.